Die vierte Gewalt. Der Spiegel-Bestseller von Richard David Precht und Harald Welzer ist gerade in aller Munde. Genauso wie deren Diskussion bei Markus Lanz mit Melanie Ammann und Robin Alexander. Wir wissen, wo Leute lebhaft diskutieren, gibt es garantiert BS zu entdecken. Ein Fall für Bias-Skeptik also. Wenn dich interessiert, wer in dieser Debatte die besseren Argumente hat, dann bist du hier genau richtig. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt Markus Lanz analysiert. Bevor wir diese Analyse beginnen, lasst mich in der Tradition meiner 13 Fragen-Analysen, die ihr euch hier anschauen könnt, vorab folgende Disclaimer loswerden. Ich möchte gute von schlechten Argumenten unterscheiden. Ich gebe die Diskussion nicht vollständig oder linear wieder, sondern clustere Highlights und Themen. Ich lese gerne Feedback von euch, um selbst weiterzukommen. Wenn ihr euch von mangelnder Political Correctness triggern lasst, wurdet ihr hiermit gewarnt. Ich beziehe mich fast ausschließlich auf die Markus-Lanz-Sendung vom 29.09.2022. Der letzte Punkt ist wichtig. Letztlich geht es um dieses Büchlein hier. Ich habe bewusst erst angefangen, das Buch zu lesen, nachdem ich dieses Skript fertiggestellt habe. Eben um mich objektiv und unvoreingenommen um die TV-Diskussion kümmern zu können. Wenn euch meine Interpretation des Buchs interessiert, schreibt mir dazu in den Kommentaren. Worum geht's? Precht und der Soziologe Harald Welzer haben eine Art Streitschrift veröffentlicht. Darin wird die gegenwärtige Medienlandschaft, vor allem die Leitmedien, in Deutschland kritisiert. Da Robin Alexander und Melanie Ammann als Chefredakteure der Welt, respektive des Spiegels, direkt im Buch genannt werden, sitzen sie in dieser Diskussion auf der Gegenseite. Was ist die Bezugsquelle? Wir schauen uns hier, wie gesagt, die TV-Diskussion und deren Verlauf an. Die vollen 76 Minuten gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen. Auf YouTube sind nur die ersten 20 Minuten online. Links zu beidem findet ihr in der Beschreibung. Wie lautet die Kernfrage? Wir werden in der Analyse sehen, dass hier scheinbar verschiedene Interpretationen des Buchs kursieren. Man ist sich nicht mal einig, was es überhaupt sein soll. Welzer zum Beispiel verneint, dass es sich um eine Streitschrift handelt. Was sozusagen rein gelesen wird in das Buch, was überhaupt nicht drinsteht. Und vielleicht, weil ich gerade dabei bin, Streitschrift ist gar nicht das, wie wir das nennen würden. Ammann wiederum spricht von einer Breitseite. Sand, dass man sozusagen, man legt so ein Ding vor, dass so eine Breitseite ist. Zumindest wird Lanz nicht korrigiert, wenn er zu Beginn der Sendung von einer Streitschrift spricht und die Kernfragen formuliert. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Das ist der Vorwurf, um den es geht, um einen, wie Harald Welzer es ausdrückt, subtilen Mechanismus der Selbstangleichung. Journalisten würden einseitig berichten, Meinungen zensieren, sich mit den Mächtigen gemein machen. Den Medien würde kaum noch einer glauben. Zitat Ende. Der Anlass ist der Krieg in der Ukraine, über den Harald Welzer sagt, es werde unfassbar eindimensional berichtet. Klingt nach einer wütenden Abrechnung, ist es aber tatsächlich nicht. Im Kern geht es um die Frage, wie und wann ist es eigentlich passiert, dass, und das zeigen viele aktuelle Umfragen, dass uns offenbar Menschen nicht mehr so richtig vertrauen. Und die Frage, warum haben erstaunlich viele das Gefühl, dass nicht mehr alles berichtet wird. Beginnen wir mal mit kleinkariertem Klugscheißern. Also, unser erstes Thema lautet Semantik. Precht beginnt mit einer ziemlich offensichtlichen Feststellung, nämlich, dass wir seit der Kuba-Krise nicht mehr so nah an einer atomaren Eskalation waren. Und deswegen würde ich sagen, so nah an einer atomaren Eskalation sind wir seit der Kuba-Krise wahrscheinlich nicht gewesen. Zudem verwendet er hier, wie im Podcast bei Lanz eine Woche später, das Wort mulmig auf sehr merkwürdige Art und Weise. Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe das Gefühl, so mulmig, wie es im Augenblick war, ist es im Laufe dieser 7 Monate bislang nicht gewesen. Etwas oder eine Situation sind nicht mulmig, sondern einem ist mulmig zumute. Auch Welzer substantiviert das Adjektiv, obwohl es das nicht gibt. Ich teile das Gefühl der Mulmigkeit. Man möge mir nun vorwerfen, das wäre doch alles gar nicht relevant. Aber ich finde, bei Menschen, die sich als Intellektuelle präsentieren, fallen derlei Dinge ins Gewicht. Zumindest fallen sie negativ auf. Auch Welzer macht zu Beginn eine eher unglückliche Figur, wenn er Selbstverständlichkeiten als elaborierte Beobachtungen verpackt. Wir haben es ja mit einer Interaktion zu tun. Es gibt unterschiedliche Parteien und die interagieren durch Taten miteinander. Schön, dass wir die Frage beantwortet haben, die sich noch nie irgendjemand gestellt hat. Und wir sind noch nicht ganz fertig auf der semantischen Ebene, weil Welzer ziemlich selbstgefällig das Wort zögern umdefiniert. Ich habe es niemals verstanden, wieso ein Bundeskanzler, der in einer unsicheren und vom Verlauf her nicht antizipierbaren Situation unter Druck gesetzt wird, er möge bitte unbedingt handeln. Und dann negativ assoziierte Begriffe, zögern, zaudern, dafür verwendet werden. Also zögern ist zum Beispiel eine Handlung. Zögern ist nicht nichts tun. Nein, eben nicht. Abwarten wäre der richtige Begriff. Und man kann natürlich darüber streiten, ob es das ist, was Scholz tut. Aber zögern zeichnet sich eben genau dadurch aus, dass man sich nicht zu einer Entscheidung durchringen kann und ist deshalb negativ konnotiert.
Dass Welser da scheinbar nicht versteht, äußert sich darin, dass er den Begriff weiterhin positiv verwendet. Und Zögern geht auf eine Überlegung zurück und eine Entscheidung, an dieser Stelle etwas nicht zu tun. Und da bin ich heilfroh darüber, dass hier gezögert wird. Als jemand, der sich mit Brecht und Welser bisher kaum befasst hat, hat mich das zumindest mal irritiert. Springen wir nach diesem Warm-up aber auf die inhaltliche Ebene. These. Die Leitmedien beeinflussen die Politik. Lanz paraphrasiert weitere konkrete Vorwürfe aus dem Buch. Sie werfen im Prinzip in dieser Streitschrift, die ich gerade erwähnt habe, auch den Leitmedien dieses Landes vor, den Kanzler unter Druck zu setzen in dieser Frage, selber zu politischen Akteuren, zu Handelnden zu werden, selber gewissermaßen Politik machen zu wollen. Melanie Ammann antwortet korrekt. Ein Bundeskanzler, wie soll man sagen, zu kritisieren, man kann es unter Druck setzen nennen, man kann es auch kritisieren nennen, würde ich jetzt erstmal als unsere Aufgabe verstehen. Hier hat sie noch recht. Wo es dann aber logisch hapert, ist an ihrem Beispiel dafür. Wir wurden während der Flüchtlingskrise massiv angegriffen, wir Journalistinnen und Journalisten, dafür, dass wir zu wenig kritisiert haben aus Sicht bestimmter Akteure. Jetzt wird uns vorgeworfen, wir würden zu viel kritisieren und seien zu hart, würden zu sehr drängen. Mit dieser Analogie suggeriert sie, man könne es den Medienkritikern ja nicht recht machen. Und der Umfang oder die Intensität der Kritik von Seiten der Medien gegenüber der Politik wäre in dieser Ausprägung ja von der Öffentlichkeit gewünscht. Das ist aber ein Non Sequitur, also das folgt nicht logisch. Das Beispiel zieht nicht, weil die Analogie zu schwach ist. Jedes Thema muss einzeln betrachtet werden. Nur weil man einmal etwas zu wenig getan hat, rechtfertigt das nicht, in einem anderen Fall zu viel zu machen und umgekehrt. Olaf Scholz ist seit Jahrzehnten in der Politik. Er wird jetzt nicht einen Spiegelleitartikel lesen und sagen, oh Gott, ich muss jetzt sofort die Panzerhaubitze 2000 aus dem Keller holen, weil der Spiegel das gerade gefordert hat. Hier argumentiert sie dann vollends gegen einen Strohmann. Keiner behauptet, der Kanzler würde in den Keller rennen und eine Rakete rausholen, weil das im Spiegel steht. Niemand hat gesagt, dass es so direkt passiert. Aber mit der Aussage suggeriert sie, gar keinen Einfluss auf die Politik zu haben, was absurd ist. Alexander paraphrasiert nun den Vorwurf aus dem Buch. Ein Vorwurf des Buches ist, wir plappern der Regierung nach. Wir sind zu nah an der Regierung, wir verstärken das. Nee, steht nicht im Buch. Klappern der Regierung Ein Muster bei Brecht, welches wir später noch genauer betrachten werden. Auch dass Brechts Ton schon ziemlich rau ist, zieht sich durch die Sendung. Alexander versucht es also nochmal. Ich nehme jetzt Ihre Worte. Wir haben uns mit der Regierung auf ein Narrativ geeinigt. Und macht dann einen ziemlich guten Punkt, der logisch auch nicht widerlegt wird. Und der andere Vorwurf ist ja, wir treiben durch Moralisieren die Regierung zu Dingen, die eigentlich gar nicht gut sind. Beide Dinge schließen sich eigentlich denklogisch aus. Also entweder haben wir uns mit Scholz auf was geeinigt oder wir treiben Scholz zu etwas, was er gar nicht will. These. Die Leitmedien berichten zu einseitig. Brecht verdeutlicht nochmals seine Forderung, bei einer gefährlichen und unklaren Situation so divers wie möglich zu berichten. In einer Situation, wo wir nicht genau wissen, was richtig ist, wir kennen die militärischen Stärken nicht, wir kennen die Risiken nicht genau, wir wissen vieles nicht, wäre doch das Beste, so breit und umfassend und divers wie möglich über dieses Ereignis und seine Interpretation zu berichten. Worauf Melanie Ammann die Position, dass einseitig berichtet wird, in Frage stellt. Schließlich beziehe sich Brecht nicht auf fundierte Zahlen, sondern auf sein Gefühl. Sie haben ja nicht systematisch ausgewertet, wie wir über den Krieg berichtet haben, sondern Sie haben berichtet, wie Sie wahrnehmen, wie wir über den Krieg berichtet haben. Es ist ja nicht so, dass Sie da qualitativ oder quantitativ untersucht hätten, wie haben die Medien über diesen Krieg berichtet. Geht ja noch gar nicht. So, natürlich geht das. Das dauert halt ein bisschen länger. Ausnahmsweise schluckt Brecht an dieser Stelle und antwortet nicht. Vermutlich, weil er bemerkt, dass er im Unrecht ist. Melanie Ammann hat völlig recht. Eine Erhebung wäre natürlich möglich gewesen. Dass solche Daten nicht vorliegen, ist ein großes Problem dieser Diskussion. Zwar wendet Welser ein. Es ist kein Buch über den Ukraine-Krieg, es ist kein Buch über die Waffenlieferung. Natürlich keine empirische Untersuchung, keine Inhaltsanalyse der bisherigen Berichterstattung zum Ukraine-Krieg. Einfach deswegen, weil sie noch nicht vorliegt. Sie ist in Arbeit, sie wird im Dezember erscheinen. Es wird spannend sein, was die Zahlen wirklich sagen. Mein Gefühl ist, um ehrlich zu sein, ähnlich wie das von Brecht und Welser. Ich glaube auch, dass sie einseitig berichtet wurde. Im Gegensatz zu den beiden frage ich mich aber, ob das an meiner eigenen Echokammer liegt. Und selbst wenn die beiden am Ende recht behalten sollten, ist es schon fragwürdig, als Wissenschaftler ein solches Buch zu schreiben, ohne die eigene Wahrnehmung mit Fakten abzugleichen. Wenn man keine solide Faktengrundlage für die eigene Recherche hat, dann landet man halt im Unterholz. Ziemlich passend formuliert. Denn nachdem Robin Alexander ein paar Beispiele aufgezählt hat, in denen gegenteilige Leitartikel in der Welt veröffentlicht wurden, lässt sich Brecht zu ziemlich unqualifizierten Aussagen hinreißen. Das ist doch alles Quatsch. Vier Ausnahmen gefunden und sind auch noch stolz drauf. Alexander hat jetzt gerade vier wirklich sehr überzeugende Gegenbeispiele ad hoc bei einer kurzen Recherche am Mittag geliefert hat. Dann frage ich mich,
Ja, 4 zu 500. Wie viel ist zu ein halten? Eindrucksvoller ja, Beweis für ausgeglichene Berichterstattung. 500 ist ja offensichtlich eine erfundene Zahl. Oder 2000 oder was auch immer. So können Sie mit Zahlen umgehen. Es bleibt also dabei. Bisher argumentiert Brecht nur aus seinem eigenen Gefühl heraus, ohne das mit Zahlen zu untermauern. Weshalb ihm Ammann korrekterweise mehrfach vorwirft, seine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Man hätte sich gewünscht, dass Sie dieser Frage für die Recherche zu Ihrem Buch einfach mal nachgegangen wären, Herr Welzer. Weil Sie sind dieser Frage sozusagen aus Ihrem Bauchgefühl nachgegangen. Hier muss ich ehrlich lachen und habe mich gefragt, ob Ammann hier den Ron Swanson-Move auspackt und Brecht absichtlich beim falschen Namen genannt hat. When people get too chummy with me, I like to call them by the wrong name to let them know I don't really care about them. An der Wissenschaftlichkeit des Buches scheint es jedenfalls zu mangeln. Und Ammann konstatiert: Okay, aber die Leute, die das Buch jetzt kaufen, bekommen die Behauptung ohne die Recherche. Das bedeutet nun nicht, dass Brecht und Welzer im Unrecht sind. Es wird sehr, sehr spannend sein, was die Zahlen später sagen. So oder so bleibt es mindestens fragwürdig, das Buch vorab zu veröffentlichen. Es bleibt einfach zu viel Interpretationsspielraum für zu viele Thesen und Aussagen. Womit wir beim nächsten Kernthema sind. Was steht überhaupt im Buch? Die Diskutanten sind sich an vielen Stellen uneins, was nun im Buch steht und was nicht. Brecht geht regelmäßig an die Decke, wenn er sich falsch zitiert oder falsch interpretiert fühlt. Ob er nun recht hat oder nicht, mit dieser Art des Diskurses hat er sich sicher keinen Gefallen getan. Aber dazu später mehr. Wenn du privat, als Startup oder Unternehmen Fehler in deiner Kommunikation vermeiden willst, dann solltest du auf www.wecommunicate.de vorbeischauen und nach deinem Thema suchen. Denn egal welche Kommunikationsaufgabe oder Marketingaufgabe du hast, wir helfen dir, sie zu lösen. WeCommunicate. Und wenn du statt meines Unternehmens lieber meinen YouTube-Kanal unterstützen willst, dann abonniere jetzt und werde am besten gleich Kanalmitglied oder nutze den PayPal-Link in der Beschreibung. Wir machen mal ein Lektüre-Seminar und gehen mal durch, was in diesem Buch drinsteht. Eigentlich sind solche Live-Diskussionen ja dazu da, um sich ehrlich auszutauschen und über die eigene Interpretation hinauszugehen und wirklich herauszufinden, was die andere Seite meint und denkt. Gerade Melanie Ammann beißt sich aber daran fest, was sie persönlich dem Buch entnommen hat. Hören Sie auf, immer irgendetwas zu unterstellen, Sie müssen damit leben, dass ich sie interpretiere, wie ich sie wahrnehme. Entschuldigung. Sie haben jetzt schon 20 Mal heute Abend gesagt, was nicht in Ihrem Buch drin steht. Ja, weil Sie ständig Dinge behaupten, zu sagen, wie Ihr Buch auf uns wirkt. Es kann sich ja jeder seine Meinung bilden. Aber das ist der Punkt. Darüber. Sie spricht an anderer Stelle auch vom Horizont des Empfängers und suggeriert, man müsse die Interpretation Dritter antizipieren. Sie müssen aber mit dem Empfängerhorizont rechnen. Das ist ja bei mir auch so. Wenn ich einen Artikel schreibe, ist der in der Welt. Wenn ich etwas sage in dieser Sendung, ist das in der Welt. Spiegel, und ich muss akzeptieren, dass das auf gewisse Weise interpretiert wird. Selbstverständlich. Natürlich wird jeder Schaffende interpretiert. Es bedeutet aber nicht, dass der Schaffende für jede mögliche Auslegung seiner Arbeit verantwortlich ist. Denn nicht jede Interpretation ist gleichwertig und gleich nah an der Wahrheit. Aber ich finde auch die Diskussion hier eigentlich völlig entlegen. Wir sollten darüber sprechen, was in dem Buch drinsteht und welche der Argumentationen vielleicht, aus Ihrer Sicht sind sie ja alle falsch, aber was da möglicherweise doch für die Medienschaffenden selber für ein aufnahmefähiger Impuls dazu, es ist ja nicht alles Unsinn, was wir da schreiben. Welzer resigniert ja fast schon, weil er sich so missverstanden fühlt und er fragt sich, woher diese starke Reaktion der Leitmedien auf die Kritik kommt. Und stellt nochmal klar, was das Buch eigentlich bewirken soll. Wo kommt dieser unfassbare Affekt her? Wir sagen die ganze Zeit, wir finden dieses Mediensystem großartig, wir finden die Medienlandschaft in der Bundesrepublik großartig, sie ist wichtig für die Demokratie. Ja, das sagen aber Sie alles, es ist gibt, wichtig. Aber es gibt Tendenzen in der Entwicklung, die wir nachzeichnen, die gefährlich sind und die eine Aufforderung zur Selbstkorrektur sind. Das ist alles. So. Und damit sind wir beim Thema Reflexionsfähigkeit angekommen. Brecht formuliert nochmals, worum es ihm scheinbar geht. Weil ich glaube, in einer Krisenzeit muss jedes gesellschaftliche System sich fragen, was kann man zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen? Was kann man beitragen, damit der Laden bei uns nicht irgendwann in die Luft fliegt, wie in USA oder wie in Italien oder wie in Frankreich und so weiter? Und da ist es natürlich wichtig, dass die Leitmedien, die wir ja verteidigen, wo wir sagen, dieses Land wäre nicht besser, wenn wir keine Leitmedien hätten, dass die Leitmedien diese Arbeit der Selbstreflexion machen. Und das ist der Grund, warum wir hier sitzen und mit Ihnen darüber reden. Er beschreibt dann, wie aus seiner Sicht Mechanismen, die es in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter zu beobachten gibt, Einzug in die Leitmedien erhalten. Die Frage ist sozusagen, warum man Stilmittel, wenn jemand gezwungen ist, sich auf 280 Zeichen zu reduzieren, Stilmittel wie eben die extreme Personalisierung, die Dekontextualisierung, Sätze aus dem Kontext reißen und mal kurz die Meinung dazu geben. Warum solche Dinge als Stilmittel auch in den Leitmedien auftreten. So. Und das hat in letzter Zeit wahnsinnig zugenommen. Und folgert daraus, dass das unsere Demokratie gefährdet.
Das geht auf Kosten unserer demokratischen Debattenkultur. Bei diesem Argument gibt es an sich nichts einzuwenden. Leider fehlt uns aber auch hier weiterhin der Beleg, ob Brechts Bauchgefühl wirklich der Realität entspricht. Alexander macht einen Schritt auf Brecht zu, indem er ihm zustimmt. Brecht hat natürlich recht, dass dem Medium Twitter eine Tendenz innewohnt, Debatten härter zu machen, als man sie führen sollte. Er wirft Brecht aber umgekehrt vor, das Gleiche zu tun, was er anprangert. Ist nicht böse gemeint, aber Ihr Buch ist auch ganz schön personalisiert, aber egal. Mit Personalisierung meint Brecht eine, wie er es nennt, moralische Generalabrechnung mit einer Person, die eher diffamiert wird, statt sich mit der Argumentation dieser Person auseinanderzusetzen. Personalisierung meint nicht ein Beispiel zu nennen, sondern Personalisierung meint eine moralische Totalabrechnung zu machen. Amann stimmt der Kritik oberflächlich zu, indem sie zugibt, dass von Seiten der Journalisten nicht immer alles optimal läuft. Ich glaube auch nicht, dass wir da die richtige Linie immer haben. Oder also ich glaube, dass da wir auch noch viel entwickeln müssen. Es gibt sicher ein öffentliches Gefühl, dass wir das nicht erfüllen immer. Das will ich gar nicht bestreiten und wir arbeiten auch daran. Allerdings nimmt sie diesen Eingeständnissen alle Kraft, indem sie mehrfach betont, wie ausgeprägt die Reflexionsfähigkeit innerhalb der Redaktion sei und wie divers diskutiert wird. Diese Reflexion findet statt. Sie findet statt. Die Probleme, die Sie ansprechen, längst diskutiert werden in den Redaktionen. Kann es sein, dass das erkannt wird? Kann das sein, dass wir es versuchen, dass wir auch gerne zugegeben immer wieder auch daran scheitern? Das will ich gar nicht bestreiten. Und wir arbeiten auch daran. Nur was mich halt an diesem Buch entsetzt hat, ist, dass es dargestellt wird, als wäre das noch nicht so und als bräuchte es Sie beide, mit Verlaub, um uns da dessen bewusst zu machen. Oder? Ziemlich nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich von mir? Wir arbeiten doch schon an allem und brauchen keine Impulse von außen. Und schon gar nicht von den beiden. Womit wir bei einem Highlight der Diskussion angekommen sind. Der Duktus und persönliche Eitelkeiten. Ich habe bereits angerissen, dass an dieser Stelle insbesondere Brecht eine schlechte Figur gemacht hat. Völlig unabhängig, ob er Amann zu Recht oder Unrecht mehrfach unterstellt, Dinge zu erfinden, wirkt er keinesfalls souverän. Starke Meinung, aber legen Sie uns nicht starke Meinungen in den Mund, die in dieser Form nicht im Buch stehen. Das ist nicht seriös. Und so, das ist ja hier auch nicht der Punkt. Hey, vor allem nicht immer Sätze erfinden. Es wurde, Sie haben also dieses vollkommen gelogen. Muss man sagen, also das ist jetzt der Tatbestand einer Lüge, das habe ich in keinem einzigen Interview gesagt. Das ist Diffamierung. Alexander bekommt an einer Stelle ebenfalls ein Fett weg. Wie gesagt, sofern Brecht tatsächlich fehlinterpretiert wird, verstehe ich seinen Ärger. Der Ton seiner Riposten ist aber, ich bleibe dabei, daneben. Jetzt sagst du ein bisschen denunziatorisch. Ne? Ich meine, in diesem Buch wird an zehn Stellen erklärt, dass Ihr Lügenpressevorwurf von Seiten der AfD und der Querdenker grundfalsch ist. Weil er auf einer völligen Unkenntnis der tatsächlichen Prozesse basiert. Und wir erklären, sozialpsychologisch, wie diese Prozesse wirklich ablaufen und dass sie mit Verschwörungstheorien überhaupt nichts zu tun haben. Bitte bringen Sie mich nicht mit diesen Leuten hier in irgendeine Verbindung. Das ist denunziatorisch und das wissen Sie auch. Bei einer Nebendiskussion über Twitter fühlt sich Brecht von Amann erneut falsch zitiert. Und dann kracht es so sehr, dass Brecht sogar ein Ad hominem auspackt und die Intelligenz Amanns in Frage stellt. Das ist ja jetzt schon fast eine Stunde, dass Sie ständig, aber wirklich ständig, mit einer beharrlichen Penetranz Dinge behaupten, die nicht in dem Buch stehen. Es steht nicht in dem Buch, dass Twitter Teufelswerk ist. Steht einfach nicht drin. Am Anfang habe ich geglaubt, es ist Absicht. Inzwischen habe ich den Verdacht, Sie haben gar nicht verstanden, worüber wir reden. Worauf sie nur noch den kindischen Ausweg sieht, ihm ironisch zuzustimmen. Das kann sein, dass das so kompliziert Elemente ist für mich. Auch vor dem Moderator macht das schlechte Diskussionsklima nicht halt und so verliert sogar Markus Lanz an einer Stelle seine Geduld. Wirklich beim Punkt, Alter, bitte, um etwas zu beobachten, so schlicht, das ist nicht die beste Position. Nee, bitte. Doch, ich hatte mir wirklich vorgenommen, dass wir das hier zivilisiert und auf gutem Niveau durchziehen. Lass uns dabei bitte bleiben. Aber um noch das letzte lose Ende zusammenzuknöpfen, erinnern wir uns an die Aussage von Melanie Amann, dass es aus ihrer Sicht keine externen Kritiker braucht, die keinen Sachverstand haben. Hier unterstellt ihr Brecht möglicherweise zu Recht Folgendes. Und als bräuchte es Sie beide, mit Verlaub, um uns da dessen bewusst zu machen. Das ist das, was Sie ärgert, oder? Geben Sie es mal zu. Ja, das ist das, was Sie ärgert. Dass jemand von außen wie so ein Consultant in eine Firma kommt und sagt, völlig kenntnisfrei. Vermutlich ist Brecht hier sogar auf dem richtigen Dampf unterwegs. Den kurzen Moment der Überlegenheit, in dem er Amann auf dem falschen Fuß erwischt, macht er aber durch völlig mangelhafte Selbstwahrnehmung direkt wieder zunichte. Dass jemand von außen kommt, das Gesamtsystem beobachtet, Tendenzen feststellt, fühlen sich sofort persönlich angegriffen. Ich glaube, besonders angegriffen fühlten Sie sich heute. Ich war eigentlich einigermaßen entspannt. Wahnsinnig entspannt. Brecht war in der Tat der Einzige, der mehrfach seine Kontenance verloren hat und ausfällig wurde. Es gab aber menschlich gesehen auch ein paar positive Momente.
Insbesondere wenn der Gegenseite zugestimmt wurde, bewegte sich die Diskussion kurzzeitig in produktivere Fahrwasser. Ja, aber das ist doch jetzt ein cooler Punkt. Genau da beschreiben Sie doch das, dass sich durch diese Medien in dem Betrieb etwas verändert, auch die Rolle verändert und Rollenkonflikte auftreten. Und das finde ich ja spannend. Ich finde ja jetzt so einen Moment in so einer Sendung total interessant, weil da können wir jetzt ja mal weiterdenken und gucken, wie relevant ist das, was sich da verändert hat, oder ist es vielleicht zu vernachlässigen und gar nicht schlimm oder sonst was. Aber genau das ist ja der Inhalt und die Intention des Buches, dass wir versuchen, eine Form von Selbstreflexion anzutriggern oder anzuregen. Alexander gibt Brecht mehrfach recht. Greift in einem Moment sogar, aus meiner Sicht etwas sehr offensichtlich, auf einen Appeal to Flattery zurück. Er schmeichelt Brecht also, um eine bessere Grundlage für Konsens zu schaffen. Ich würde mich mit Ihnen wahnsinnig gerne auf Ihrem Niveau darüber unterhalten. Ich glaube, in Ihren Kreisen würde man das nennen Heisenbergsche Unschärferelation. In der Beobachtung verändert man das Geschehen. Und das ist in der Tat bedenkenswert. Sein eigener Versuch, intellektuell zu wirken, scheitert aber ziemlich kläglich, weil er hier zwei Dinge innerhalb der Quantenphysik durcheinander bringt. Das Heisenbergsche Unschärfeprinzip und der Beobachtereffekt sind nämlich nicht dasselbe. Schlussgedanken. Aus meiner Sicht haben alle Beteiligten starke und schwache Momente innerhalb der Diskussion gehabt, weshalb ich auffällige Tendenzen zusammenfassen will. Robin Alexander. Aus meiner Sicht ist er ziemlich gut durch die Debatte gekommen. Er hatte vermutlich aber auch den geringsten Redeanteil. An mehreren Punkten gab er auch zu, dass weiterführende Diskussionen vonnöten wären. Zudem macht er eine äußerst interessante Beobachtung bezüglich der Pflicht eines Journalisten im Spannungsfeld des Arkanums der Exekutive. Das ist natürlich die Frage, was löst man aus? Ja, und wenn man mit klugen Politikern darüber redet, dann sagen die, es muss ein Arkanum der Exekutive geben. Das meint, wir müssen uns unter uns besprechen können, bevor es an die Öffentlichkeit kommt. Das teile ich. Aber ist es meine Rolle als Journalist, das Arkanum der Exekutive zu schützen? Oder falle ich dann aus meiner Rolle? Weil ich habe ja in unserem Mediengefüge eine andere Rolle. Ich bin ja nicht Exekutive, ich bin ja der Beobachter. Also muss ich mir den Kopf machen, schütze ich das Arkanum? Mhm. Oder muss ich sagen, das müssen die schon selber machen? Und das ist gar keine triviale Frage. Arcanum ist übrigens klug für Geheimnis. Auffällig ist aber, dass Alexander Zustimmung gibt, ohne wirklich eigene Fehler zu konzidieren. Weshalb man sich natürlich schon fragen kann, wie viel ehrliche und nachhaltige Selbstreflexion wirklich stattgefunden hat. Harald Welzer. Welzers Auftritt fand ich so wie seine Haare. Also ziemlich fettig, ehrlich gesagt. Ja. Insbesondere sein plumper Versuch, sich volksnah zu zeigen. Bahnsteigen, in der U-Bahn, in der S-Bahn. Ich benutze öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Was ich positiv fand, war sein Versuch, immer mal wieder produktive Fragen zu stellen und so eine Diskussion anzustoßen. Wir waren doch vorhin genau an diesem Punkt, wo so eine Auseinandersetzung, und wir würden ja für uns auch nicht in Anspruch nehmen, dass alles total hyperplausibel und unkritisierbar ist in diesem Buch. Es ist ein Vorschlag, ein auch wissenschaftlich an vielen Stellen gut unterlegter Vorschlag, eine Entwicklung nachzuzeigen, die ihren Betrieb betrifft. Aber seinen persönlichen Tiefpunkt erlebt er mit seiner Antwort zum Begriff der Selbstgleichschaltung. Mit diesem hässlichen nationalsozialistischen Wort der Selbstgleichschaltung umschrieben war. Dieser Begriff legt auch nahe, in welchem Stil das Buch geschrieben ist. Hier hätte es sicherlich auch ein weniger kontrovers aufgeladener Begriff getan. Dieser ist nämlich immer noch online zu finden, wenn man das Buch googelt. Schon mal gestritten, haben Sie es freigegeben? Also, ich ziehe mir gerne den Schuh an, dass ich es freigegeben habe. Es geht nicht darum, sich einen Schuh anzuziehen. Nein, aber ich finde das vollkommen unerheblich. Aber darf ich nur noch kurz sagen, warum ich das für falsch halte? Doch, ich finde es deswegen, Entschuldigung, weil ich direkt angesprochen bin, ich finde es deswegen unerheblich, weil es geändert worden ist und weil wir es korrigiert haben, weil es im Buch nicht vorkommt. So. Dieses Argument ist ganz offensichtlich schlecht. Ich kann ja auch nicht in meine Videobeschreibung irgendwas Rechtsradikales schreiben und dann behaupten, das wäre unerheblich, weil ich im Video nichts in diese Richtung sage. Melanie Ammann. Bei ihr wechselten sich aus meiner Sicht Licht und Schatten ab. Einerseits hat sie mit der Feststellung, dass es dem Buch an qualitativ und quantitativ erhobenen Daten und Fakten mangelt, den Nagel auf den Kopf getroffen und die größte Schwäche in der Argumentation der Gegenseite offengelegt. Zudem ist sie trotz der direkten Angriffe Brechts ziemlich souverän geblieben. Also, und wir haben auch in der Ukraine-Krise und in der Corona-Krise massiv an Lesern dazugewonnen. Das sagte sie auf die Frage, wie es zum Vertrauensverlust der Menschen in die Medien kommen konnte. Diese Beobachtung ist natürlich völlig irrelevant für das vorliegende Thema und können wir als roten Hering, also rhetorisches Ablenkungsmanöver, betrachten. Nur weil ich mehr Absatz habe, bedeutet das nicht, dass ich glaubwürdiger bin. Ich lese ja auch Fantasy, weil es mich unterhält und ich mitreden will, aber glaube kein Wort, was da drin steht. Richard David Brecht. Auch bei Brecht wechseln sich Licht und Schatten ab. Über sein Auftreten habe ich ausführlich gesprochen und will auch nochmals betonen, dass sein Auftritt nachvollziehbar wäre, wenn er denn belegbar Recht hätte. Das Quod erat demonstrandum steht hier aber noch aus. Fest steht für mich,
Künftig sollte er seine Emotionen besser im Griff behalten. So, da steht nicht, dass wir das Regierungsnarrativ nacherzählen. Da steht nicht, dann habe ich das Falsche gelesen. Da steht im Buch drin, dass sich sowohl die Journalisten wie die Politiker innerhalb sehr kurzer Zeit in der unübersichtlichen Situation des Kriegsausbruchs auf ein Narrativ geeinigt haben. Da steht nicht drin, sie plappern nach, was die Regierung gesagt hat. Das ist ein ganz feiner Unterschied, auf den es ankommt. Also hier zeigt er seine Stärke, indem er präzise auf einen semantischen Unterschied hinweist und Alexander nicht mit einer plakativen Vereinfachung seiner Position durchkommen lässt. Außerdem gebe ich Brecht natürlich vollkommen recht, wenn er betont, in einer Diskussion müsse es um die Argumente und nicht um die Personen gehen. Als einziger in dieser Runde sitzen, gegen drei oder manchmal vier andere und diese Position verteidigen müssen, dass sie am nächsten Tag in den Leitmedien, zum Beispiel in Ihrem, Herr Alexander, ja, dann anschließend noch lesen müssen, dass sie völlig unhaltbar und was sie denn für eine komische Person sind und so weiter mit personalisierten Angriffen rechnen müssen. Allerdings überzeugt er mich am langen Ende nicht, da nicht nur aus Melanie Ammanns Sicht bei den zentralen Punkten Belege fehlen. Und dennoch präsentiert Brecht kontinuierlich strittige Punkte als Fakten. Und jetzt kommen wir natürlich in die schwierige Situation. Wir leben heute, Medienwissenschaftler nennen das so, in einer Mediokratie. Auch das ist unbelegt. Brecht bezieht sich auf Thomas Mayer, also einen Medienwissenschaftler, der diesen Begriff geprägt hat. Ob wir wirklich den Zustand einer Medienherrschaft erleben, ist aber keinesfalls Konsens in der Wissenschaft. Mediokratie ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Herrschaft der Mittelmäßigen. Sonst müssen wir ja nicht mehr über Quoten sprechen. Am Ende bleibt für mich vor allem hängen, dass hier relativ unwissenschaftlich Emotionen und Fakten durcheinander gewürfelt werden. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Lektüre und die Veröffentlichung der Daten im Dezember. Wenn ich diese Analyse auf Buchebene weiterführen soll, schreibt mir dazu in den Kommentar. Ich bin Bioskeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Werdet Kanalmitglied und folgt mir auch auf Instagram, Twitter und Spotify.